Wir haben uns hier heute versammelt, weil am Donnerstag ein Gesetz verabschiedet wurde. Es gab eine Petition gegen dieses Gesetz, die 134.000 Bürger dieses Landes unterschrieben haben. Trotzdem wurde es verabschiedet. Viele Experten haben es scharf kritisiert. Trotzdem wurde es verabschiedet. Das Gesetz ist verfassungsrechtlich unhaltbar. Trotzdem wurde es verabschiedet. Und schließlich stellt dieses Gesetz einen Bruch mit den freiheitlich-demokratischen Traditionen unseres Landes dar. Trotzdem wurde es verabschiedet. Frau von der Leyen behauptet, der Zugriff auf Kinderpornoseiten würde erschwert durch dieses Gesetz. Auch das ist falsch. Faktisch wird hier eine Sichtblende aufgestellt, von der jemand steht und sagt, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Jeder, der will, kann dahinter gucken, kann den Vorhang zur Seite ziehen und nachschauen. Die Sperrversuche im Internet verhindern keinen einzigen Kindesmissbrauch. Jetzt habe ich noch nicht gesagt, wie dieses Gesetz eigentlich heißt. Es trägt den klangvollen Namen Zugangserschwernisgesetz. Ich halte diesen Namen für falsch. Hier wird kein Zugang erschwert, hier wird Zensur erschlichen. Das ist kein Zugangserschwernisgesetz, es ist ein Zensurerschleichungsgesetz. Aber Zensur wird sich in diesem Lande nicht erschlichen. Das Grundgesetz sagt klipp und klar, eine Zensur findet nicht statt. Und wir passen auf, dass das so bleibt. Freiheit! Die Abstimmung im Bundestag zeigt, dass das Thema dort noch nicht begriffen wird. CDU und SPD haben fast geschlossen für die Internetzensur gestimmt. Und bei den Grünen hat sich eine nennenswerte Anzahl von Abgeordneten enthalten. Anstatt diesem Angriff auf die Meinungsfreiheit klipp und klar den Riegel vorzuschieben. Wenn man dann die Begründungen hört, merkt man, dass viele Abgeordnete und politische Entscheidungsträger überhaupt noch nicht verstanden haben, um was es hier eigentlich geht. Die Politik in diesem Land hat einige grundsätzliche Dinge noch nicht begriffen. Das zeigt sich im Kleinen, wenn Ministerin Tsipras nach ihrem Lieblingsbrowser gefragt wird und den Kinderreportern etwas ratlos antwortet, Browser, was ist nochmal ein Browser? Hey! Internet auf Browser! Im Größeren wird das klar, wenn dann eben diese Frau Tsipras zur Internetpolitikerin des Jahres gewählt wird. Das mag lustig sein, aber im Großen führt genau dieses Unverständnis zu solchen Gesetzen, wie wir es momentan vor uns haben. Wer den Wert des Internets nicht begreift, schert sich auch nicht darum, ihn zu erhalten. Sorgen wir dafür, dass der Politik in diesem Land der Wert des Internets klar wird. Ich stehe hier heute auch für die Piratenpartei. Wir sagen von uns, dass wir für die Themen des 21. Jahrhunderts stehen. Und das ist heute nötiger denn je. Die etablierten Parteien haben das noch nicht verstanden oder vielleicht wollen sie es auch nicht verstehen. Die Parteienlandschaft ändert sich gerade ganz rapide. Ich denke, die Piratenpartei ist auch ein Teil dieser Entwicklung. Und der Einfluss derjenigen Parteien und Gruppen, die in den vergangenen 60 Jahren für die Bundesrepublik entscheidend waren, erschwindet. Es besteht die Gefahr, dass diese alten Kräfte jetzt am Status quo festhalten wollen. Deswegen denke ich, ist heute der Kampf gegen diese Entwicklungen umso wichtiger. Wir brauchen neue politische Kräfte in diesem Land, die sich wieder für den Geist unserer Verfassung einsetzen, die für Bürger- und Freiheitsrechte stehen und die dies nicht parteipolitischem Kalkül opfern. Gerade der Iran zeigt, welche Energie sich heute aus dem Internet ergibt, wenn dort mit Blogs, mit Handykameras, mit Webseiten, mit Twitter gegen die Unterdrückung von Freiheit und Menschenrechten gekämpft wird, dann können wir das auch. Also, bloggt, twittert, diskutiert, überzeugt und demonstriert. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns... Die Verabschiedung des Zensurgesetzes ist nicht das Ende der Auseinandersetzung. Sie ist gerade mal der Anfang. Wir werden nicht nachlassen, wir werden nicht klein beigeben und wir werden so lange für unsere Rechte kämpfen,
bis dieses Gesetz auf dem Müllhaufen gelandet ist, auf den es gehört.